Hallo zusammen, ich wünsche uns allen einen wunderbaren 1. Mai und habe zur Feier des Tages natürlich wieder eine interessante Skatpartie mitgebracht. Hat sich erneut zugetragen vor einiger Zeit bei Hansa Hamburg. Ich habe die Serie selber mitgespielt, war hier am Tisch, allerdings in diesem Spiel nur der Kiebitz, der die Karten gegeben hatte. In Vorhand Alleinspieler Kai Witt, ein Name, der in der Szene bekannt ist, schon als Jugendspieler große Erfolge eingefahren, ist langjähriger Mannschaftskollege von mir, spielt heute noch mit mir in der ISPA zusammen, also ein Top-Spieler, und ihr kennt ihn auch schon vom Video vor 2-3 Wochen, ein wahrlich wackeliges Windei, auch da war er Alleinspieler, reitet also gerne mal ein bisschen auf der Rasierklinge, und das zeigt auch dieses Spiel. So, wir schauen uns das Spiel jetzt aber aus Sicht von Hinterhand an. Mittelhand hat gepasst, mit dieser Karte natürlich auch kein Gebot. Kai ist für 18 Besitzer geworden und hat jetzt Herz getauft nach Skataufnahme. Erster Stich lief Herz Lusche, von unserem Partner Herz Ass, von uns Herz 10, 21 Augen. Dann ging es weiter, Kreuz Lusche, müssen wir mit dem König bedienen, gar keine Möglichkeit. Von Kai fiel das Kreuz Ass. Es folgte erneut Trumpf, Trumpf Lusche, Herz Bube, von uns Trumpf König, 27 Augen, und dann von unserem Partner Abzug Kreuz Bube, der wollte nicht nochmal angespielt werden. Das muss man an der Stelle schon mal natürlich sagen, die Trümpfe sitzen sehr glücklich für Kai, die Verteilung ist 3:3 und jedes Mal bleibt er in Hinterhand, also das hätte definitiv schlimmer kommen können. 32 Augen, und jetzt kam Kreuz 10 hinterher, und das erste Mal, dass wir hier mit dieser Karte eine Entscheidung treffen können, und da frage ich mal in die Runde, welche Karte sollten wir hier legen und warum? Für alle, die hier die richtige Karte gefunden haben, sage ich Glückwunsch, dass ihr hier die Nerven bewahrt habt, und für alle, die nur die Show genießen wollen, die korrekte Karte ist natürlich Karo König. Wenn die Kreuz 10 dann läuft, stehen wir auf 47 Augen, und logischerweise muss der Alleinspieler noch mindestens eine Fehlkarte im Blatt haben, selbst wenn er eben 4 Kreuz dabei hat. Wahrscheinlicher ist aber, dass er Kreuz zu dritt hat und dann sogar noch 2 andere Karten, wahrscheinlich der gleichen Farbe, und deswegen ist es eben ein Fehler, hier ein Ass zu wimmeln, denn das kann eben das falsche Ass sein, und das kann dann zu richtigen Problemen führen, so wie im Originalverlauf. Da wurde jetzt das Karo Ass gewimmelt. Gut, Höchststrafe wäre jetzt natürlich, wenn der Alleinspieler sticht, aber das ist nicht passiert tatsächlich. Bei seinen 5 Trumpfen war das auch nicht unbedingt zu vermuten. So, wir stehen jetzt also auf 53 Augen, und unser Partner spielt Kreuz Lusche hinterher. Das ist logischerweise der Einschub in die Kreuz-Dame, und damit würde man denken, dass wir das Spiel doch jetzt immer noch schlagen können. Logischerweise muss er noch 2 Nicht-Trumpfkarten haben, und wir haben in beiden Farben hier noch einen möglichen Stich in der Hand. Pik Ass langt ja sowieso, und Karo König würde auch reichen, wenn unser Partner da noch ein Bild dazu hat oder wenn die Karo-Dame beim Alleinspieler sitzt. Also an sich sieht es erst noch mal harmlos aus, aber der Alleinspieler zieht hier frech erst noch mal Trumpf. Da fliegt auch sofort die Karo Lusche in einer Millisekunde, also offensichtlich blank, so das war an der Körpersprache schon zu erkennen. Deswegen von uns natürlich hier der Abtrag der Pik Lusche. Und jetzt zog der Alleinspieler Kai also hier ein weiteres Mal einen Buben. Von hier wurde Pik Lusche abgetragen, und jetzt, ja, einmal müssen wir uns noch entscheiden. Also kurze Frage in die Runde, wie setzen wir jetzt das Spiel fort? Ja klar, also jetzt muss man doch wohl Pik Ass abwerfen, um den Karo König zu halten. Das ist zumindest ein absolut nachvollziehbarer Zug, und damit ist das Unglück dann passiert. Der Alleinspieler zieht hinterher erst die Karo 10 und dann die Pik 10. Er hat sich tatsächlich beide Zehner blank gestellt, jeweils die Dame gedrückt, und gewinnt also damit mit diesem wunderschönen Finden das schlechteste Spiel, was ich lange Zeit, sage ich jetzt mal, gesehen habe. Also 5 Trümpfer ohne Trumpf volles, mit nur Pik und Karo Bube, ein Ass an der Seite, und dann eben über 2 blanke Zehner gewonnen. Schauen wir uns das Ganze mal aus Sicht des Alleinspielers mit komplett offenen Karten an, ob das hier überhaupt einen Sinn ergibt, was ich hier gezeigt habe.
So, da bin ich wieder, jetzt mal mit den komplett offenen Karten und aus Sicht von Kai, und der war gut in diese Liste gestartet, hatte relativ schnell schon 5 oder 6-0 mit einigen Spielaugen und wurde jetzt tatsächlich mit diesem Rollmops angepasst. Ja, man muss vielleicht nicht 18 sagen, aber in einem guten Lauf mit der Fantasie Bube Ass zu finden und dann den nächsten Gang loszumachen, wurde da also ohne zu zögern in den Skat geschaut, und das hat er mir dem Letzt gerade noch mal bestätigt. Daniel, da hast du mir wirklich sehr enttäuschend reingelegt. Herz, Lusche und Kreuz, Dame. Also aus dem Rollmops wurde jetzt wirklich ein absolutes Katastrophenspiel. Der 5-Trümpfer Herz wurde jetzt natürlich getauft. Ja, und da kann man tatsächlich, denke ich, schon mal auf die Idee kommen, zu sagen, sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Spiel mit einer 0815 Drückung, 13 Augen hier oder 13 Augen da oder sogar 20 Augen gewinnt. Also mal eine Karte, mit der das durchaus plausibel ist, die beiden Damen zu drücken. Zwei blanke Zehner hört sich im ersten Moment natürlich wahnsinnig an, aber was soll's? Andersrum ist das Spiel eben typischerweise auch nicht zu gewinnen, und wenn das hier mit der ersten 10 hinhaut, dann entwickelt sich schnell so eine Dynamik, dass auch die zweite 10 funktioniert und dass das genau der Bluff sein kann, mit dem so ein Spiel eben gewonnen wird. Also von daher denke ich nachvollziehbar, trotzdem natürlich jetzt erstmal das Riesenglück, dass Trumpf so gleichmäßig verteilt wird und steht und Kai erstmal immer in Hinterhand bleibt. 21 Augen Herz, und jetzt natürlich auch ein glücklicher Verlauf für ihn, dass hier eben nicht etwa blanke Karo Lusche gegriffen wird, denn dann ist die Chance natürlich groß, dass das Karo Ass direkt raufläuft, sondern hier aus der 10 zu dritt geöffnet wurde. 7 König, beim ersten Mal nimmt man natürlich, geht man nicht in Schnitt mit so einer schwachen Karte, vielleicht erst recht nicht, denn gerade in diesem Spiel ist ja auch die Idee, dass wenn schon Kreuz jetzt unrund sitzt, was sich andeutet, dass dann wenigstens auf die Kreuz 10 eins der beiden Asse gewimmelt wird. Also Trumpf wieder raus, Herz, Bube, Trumpf, König. Der Spieler in Mittelhand wollte jetzt nicht erneut angespielt werden mit dem Kreuz Buben, wollte vielleicht auch von seinem Partner was sehen, wenn der schon keinen Trumpf mehr hat. Der hatte aber noch einen Trumpf mit. Sub. Und jetzt kam hier der entscheidende Stich. Es ist im Prinzip hier nur eine Kleinigkeit, die den Ausschlag gibt. Auf Kreuz 10 wurde jetzt eben ein bisschen vorschnell das Karo Ass gewimmelt, und damit war es dann letztlich passiert. Jetzt ist es natürlich klar, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn der Spieler hier jetzt die Farbe wechselt, etwa auf Peak, um damit die Karte mehr zu klären, aber das kann er natürlich auch nicht wissen. Er kann ja nicht ahnen, dass das so ein schlechtes Spiel ist, und wo er jetzt Karo Ass gesehen hat, denkt er vielleicht, dass der Spieler noch im bestellten Peak Ass steht. Will jetzt auch nicht die Karo Lusche spielen, damit der Alleinspieler gegebenenfalls bei 53 Liegen auf Karo Lusche König etwa seine Peak Lusche unterm Ass abschmeißen kann, sondern spielt ganz sauber, muss man an sich sagen, den Alleinspieler wieder an. In die Kreuzdame. Zug klärt natürlich auch die Karte, und der Alleinspieler muss selber antreten. Und das habe ich eben so in der Konstellation allerdings auch noch nicht gesehen, dass du mit den blanken Zehnern am Ende noch stehst, die Asse noch draußen sind, zumindest eins, und jetzt erstmal über den Buben das Spiel weitergeht. So, dieser Stich hier war natürlich auch noch gegeben, und jetzt hatten wir sogar dann so eine kleine Diskussion, weil Kai tatsächlich eben den Pik-Buben spielt, und ich meinte hinterher, hätte er nicht an sich besser erst die Karo 10 spielen sollen, um diesen Bluff aufrechtzuhalten, dass er die Karo Dame hat. Das wäre, sage ich, denke ich mal, meine Idee gewesen, denn damit ist es ja dann ziemlich klar, dass auf den dann gespielten Buben der Spieler hier das Pik Ass wegschmeißt, um seinen Karo-König-Stich zu halten. Kai allerdings sagt, ja, er wollte eher genau so simulieren, wie du es spielen würdest, wenn du Karo 10 Dame in der Hand hättest, um eben nichts, sag ich mal, anbrennen zu lassen. Die Karte war ja auch weitgehend geklärt, und so gesehen hat er ja auch recht, der Spieler tut es so genauso, er will den Karo-König-Stich halten, wo die Karo-Lusche hier so schnell blank flog, schmeißt also jetzt das Pik-Ass weg und damit Rest mit beiden blanken Zehnern, und tatsächlich das Spiel, so wie es jetzt lief, nur mit dieser Drückungsvariante zu gewinnen. Wenn 20 Augen im Keller sind, tot, wenn 13 Augen Pik gedrückt sind, tot, 13 Augen Karo gedrückt, auch tot, und das war jetzt hier das völlig symmetrisch und passende Endspiel, womit ich dann euch diesen 1. Mai hoffentlich ein bisschen amüsant gestalten konnte. Ja,
Morgen Abend gibt es wieder live SenseGuard 21:30 Uhr. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Danke ansonsten allen Zuschauern und allen Unterstützern meines Kanals und natürlich auch Kai, dass er mir gestattet hat, hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Feiertag und ein schönes Wochenende. Bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt!